Zeit und Zeitungen sind Begriffe, die zusammengehören. Die Tageszeitung registriert nicht nur die Gegenwart, sie ist selbst ein Faksimile ihrer Zeit. Sie muss es sein, wenn sie die Anforderungen und Erwartungen ihrer Leser erfüllen will. Die Zeit der schnellen Massenkommunikation stellt große Anforderungen an die Aktualität, die vor allem auf technischem Sektor mit gewaltigen Investitionen verbunden sind. Kommen Sie und erleben Sie die Fertigung der Tageszeitung in diesem Druckhaus. Im Fernschreibraum beginnen wir mit dem Rundgang durchs Verlags- und Druckhaus. Fast pausenlos rattern Fernschreiber, ticken Bildfunkgeräte. Hier in der Redaktion spürt man den Pulsschlag der Welt. Allein über den Fernschreiber der dpa, Deutsche Presseagentur, werden in einem 24-Stunden-Tag etwa 36.500 Wörter übermittelt. Außerdem erreichen uns pro Tag mehr als 150 Fotos durch Bildfunkgeräte. In der Zentralredaktion gibt's alle Hände voll zu tun. Die Zeit drängt. Der Countdown für die morgige Ausgabe läuft. Bis zum Druckbeginn sind's nur noch wenige Stunden. Ja, Tinti. Guten Abend, Herr Ernert. Ich habe eine Meldung neu gekriegt, wir müssen Aufmacher ändern. Riesenunglück in der DDR mit 29 Toten. Ich gebe gleich den neuen Aufmacher rüber. Die ungeheure Papierflut, die hier auf den Tischen der Redakteure ankommt, muss gesiebt, ausgewählt und redigiert werden. Bedeutsames, Alltägliches oder Unterhaltendes ergibt schließlich das bunte Mosaik einer Tageszeitung. Die sorgfältig vorbereiteten Redaktionsmanuskripte wandern per Förderband in den technischen Betrieb. Endstation der Förderbandanlage ist die Setzerei. Der verantwortliche Faktor nimmt die Manuskripte in Empfang und disponiert bzw. überwacht den technischen Ablauf. Die Manuskripte gelangen nun an die Setzmaschine. Ähnlich einer Schreibmaschine werden die meisten Setzmaschinen von Hand bedient. Durch Anschlagen der Tasten fallen aus den Magazinen, durch ein kompliziertes System, die Matrizen in einen Sammler. Hier reihen sich die Matrizen zu einem Wort, zu einer Zeile zusammen. Nun wird die Matrizenzeile vor den Gießmund gebracht und die in der Matrize eingravierten Buchstaben ausgegossen. Thank you.
Nach erfolgtem Guss wird die fertige Bleizeile in die Sammelablage ausgestoßen. Die Matrizen werden wieder zu einem erneuten Gebrauch in die Magazine abgelegt. Der Maschinensatz wird auf Metallbretter, die sogenannten Schiffe, geschoben und zum Handabzug vorbereitet. Aufgewalzte Druckfarbe ermöglicht nun den ersten Papierabdruck, der mit einer einfachen Abziehpresse hergestellt wird. Inzwischen werden wichtige Überschriftzeilen von Hand gesetzt. Dazu entnimmt der Handsetzer die einzelnen Lettern dem Setzkasten und stellt sie Buchstabe für Buchstabe im Winkelhaken zu einer Zeile zusammen. Der Gesamtabzug, Maschinensatz und Überschriftzeile gelangt nun in den Korrekturenraum, wo die Korrekturen Jagd auf den Druckfehlerteufel machen. Zeile für Zeile wird aufmerksam gelesen und mit dem Manuskript verglichen. Die Fehler werden durch genormte Korrekturzeichen am Rande ausgezeichnet. Erst wenn die Spalten korrigiert und die fehlerhaften Zeilen ausgewechselt sind, kommt der Satz in die Metage. Bevor eine Zeitungsseite endgültig Gestalt annimmt, müssen noch aus Bildern, Zeichnungen und Grafiken sogenannte Druckstöcke hergestellt werden. Werfen wir deshalb einen Blick in die Chemigraphie. Ein Foto muss einiges über sich ergehen lassen, bevor es reproduktionsfähig ist. Nachdem die für die Druckwiedergabe richtige Größe ermittelt wurde, wird mit der Repro-Kamera nochmals eine Aufnahme gemacht. Dabei ist vor das Filmmaterial ein Raster eingesetzt. Das sind zwei Glasplatten, in die feine Linien eingraviert sind. Die zwei Glasplatten sind um 90 Grad gegeneinander gedreht, zusammengeklebt. Da die Gravierungen mit Farbstoff ausgefüllt sind, ergeben sich rechteckige Felder, ähnlich einem Kaffeesieb. Erst durch den Raster lassen sich nämlich die Halbtöne, also die Grauwerte zwischen dem hellen Weiß und dem tiefen Schwarz, wiedergeben. Diese Hochleistungsreproduktionskamera übernimmt durch Vorprogrammieren vollautomatisch die Tonwertkorrekturen und liefert bereits nach 5 Minuten den getrockneten, kopierfähigen Film. Auf dem Film, sprich negativ, kann man ganz deutlich die unterschiedlichen Rasterpunktgrößen erkennen. Die Punkte des Negativs werden in diesem Gerät auf eine lichtempfindliche Zinkplatte kopiert. Dabei härtet das Licht, eine starke Xenonlampe, die Schicht auf der Zinkplatte. Aber nur an den Stellen, wo das Negativ transparent ist und nicht an den Stellen, die später drucken sollen. Die belichteten Stellen werden durch Alphalin, Syntalin entwickelt. In klarem Wasser werden alle Restchemikalien von der Platte entfernt. Sie ist nun ätzreif. In der Ätzmaschine entsteht in 2,5 Minuten der benötigte Druckstock oder, wie man sagt, das Klischee. Bei diesem Prozess werden die nicht gehärteten und somit auch nicht geschützten Stellen auf der Zinkplatte herausgeätzt. Stehen geblieben sind die unterschiedlich großen Rasterpunkte, die uns beim Druck die verschiedensten Grauwerte vermitteln. So ein fertiges Klischee fühlt sich dann wie ein Reibeisen oder wie eine Feile an. Kehren wir wieder zurück in die Setzerei. Auf dem Metagetisch geben sich nun Überschriftzeilen, Bild- und Strichklischee, Maschinen- und Anzeigesatz ein Stelldich ein, um nun gemeinsam des Weges zu gehen, zunächst in den Umbruch. Und hier schaltet sich wieder die Redaktion in den Arbeitsprozess ein. Zusammen mit dem technischen Fachmann, Metteur genannt, gibt der Umbruchredakteur jeder Zeitungsseite ihr endgültiges Gesicht. Text und Illustrationen sind genau aufeinander abzustimmen. Wichtige Meldungen besonders hervorzuheben und Überschriften wirkungsvoll anzuordnen. Erst wenn alle diese Faktoren durch nochmaliges Abziehen auf einer Abziehpresse überprüft sind,
gibt der Umbruchredakteur sein Okay. Die fertige Seite gelangt nun an die Prägepresse, denn so kann die Seite nicht auf der Rotation gedruckt werden. Aus der flachen Form muss ein runder Druckstock erstellt werden. Das Bindeglied zum rotativen Druck ist die Marker, eine Spezialpappe, die aus 40 Schichten besteht. Die im Rahmen geschlossene Seite wird mit 150 Tonnen, das sind ca. 100 Kilogramm pro Quadratzentimeter, in die angefeuchtete Marker eingepresst. Nach 30 Sekunden haben sich die hochstehenden Teile, Schrift, Linien und die feinen Rasterpunkte in die Marker eingeprägt und erhalten so bereits die fertige Gießform. Durch einen Aufzug gelangt die Matte in die Stereotypie. Nach erfolgtem Vortrocknen in der Trockentrommel wird die Matte in das Gießwerk eingespannt. Für den Rotationsdruck werden halbrunde Druckplatten benötigt. Dies erfordert einen Umformungsprozess, der durch das halbrunde Einspannen der Matte in das Schalenbett des Gießwerkes ermöglicht wird. Durch Knopfdruck wird das Gießwerk freigegeben und somit ergießt sich das flüssige, 280 Grad heiße Metall, eine Legierung aus Bleizinn und Antimon, in die Prägung der Matte. Sofort nach dem Guss wird die Platte im Gießwerk mit Wasser gekühlt. Nach erfolgtem Guss erhält die jetzt halbrunde Bleiplatte in der Plattenbearbeitungsmaschine ihren letzten Schliff. Ausbohren, kühlen und schneiden erfolgen vollautomatisch. Auf der Rundplattenfräse erfolgt schließlich die Sauberstellung des Schriftbildes und die Freistellung der Farbabdecker. Mit Verlassen der Rundplattenfräse verlässt auch die Platte die Stereotypie, um als fertige Druckplatte an die Rotationsmaschine zu gelangen. Zunächst wird die Druckplatte auf den Plattenzylinder aufgelegt und mit einem Spezialschlüssel fest angezogen. Jeweils in ihrer Größe zwei gleiche Druckplatten umschließen einen Druckzylinder, der bei voller Kapazität 2x4, also 8 Platten aufnehmen kann. Die Zeit drängt. 22 Uhr ist Andruck. Und endlich kommt Bewegung in die Rotationsmaschine. Langsam, fast etwas unbeholfen, setzen sich die Druckzylinder in Bewegung. Dann werden sie schneller und schneller, bis das Auge die bedruckte Papierbahn nur noch als grauen Schimmer wahrnimmt. Das geübte Auge des Rotationsdruckers erkennt schon beim ersten Durchblättern der Andrucksexemplare, wo noch Korrekturen vorzunehmen sind. Besonders das Farbregulieren an den vielen Stellschrauben erfordert Schnelligkeit und ein gutes Reaktionsvermögen. Farbwalzen dosieren die Druckfarbe und übertragen sie auf die Druckplatten. Das Aufleuchten einer roten Lampe an der Rotationsmaschine und das Ertönen eines Klingelzeichens
kündigen einen Rollenwechsel im Kellergeschoss an. Sechs Rollensterne übernehmen an dieser Rotationsmaschine jeweils den Rollenwechsel. Vollautomatisch werden während des Druckvorganges die Bahnen neuer Papierrollen an die auslaufenden Rollen geklebt, ohne dass die Rotation auch nur eine Pause einzulegen braucht. Die jetzt zum Ausleger laufenden Papierbahnen werden vorher durch ein Schneidemesser getrennt oder vom Falzapparat übernommen. Durch Punkturen werden die Zeitungen im Falzapparat festgehalten. Dadurch entstehen übrigens die kleinen Löcher im unteren Zeitungsrand. Ein Messerbalken trennt nun im Sägeschnitt Zeitung für Zeitung, um vom Falzklappenzylinder über die Auslage zum Transportband zu gelangen. Die in endloser Folge anlaufenden Exemplare werden durch ein eigens dafür geschaffenes Förderband zu dem Versandausleger transportiert. Dies ist die Nabelschnur zwischen Technik und Vertrieb. Ankommende Zeitungen werden in einem Hochleistungsstapler, der von einem Computer gesteuert wird, elektronisch gezählt und zu fertigen Paketen ausgestoßen. In einer vollautomatisch arbeitenden Packmaschine werden die über ein Transportband laufenden Zeitungspakete mit einer Plastikhülle und Plastikschnur versehen. Am Ende dieser Verpackungsmaschine werden die Zeitungspakete nach Fahrtouren auf einem Wagen zusammengestellt. Der volle Wagen wird nun zur Verladerampe gefahren. In bereitstehende LKW werden die Zeitungspakete verladen. Die Reihenfolge der Abfertigung ergibt sich aus den anzudruckenden Bezugsausgaben, nach der Länge der Fahrstrecke und nach den Abfahrtzeiten der Züge. Jede Nacht sorgt eine Armada von 35 Lastkraftwagen, dass die über 200.000 Exemplare ausgeliefert und zugestellt werden. 1.867 Ablagestellen müssen im gesamten Verbreitungsgebiet pünktlich beliefert werden. Dabei beträgt die Fahrstrecke der einzelnen Lastkraftwagen bis zu 250 Kilometer.